Meine Lieben, heute geht's weiter mit dem Backbuch und einer Doppelseite. Hier so ein kleiner Einblick. Und ich war total frustriert. Deswegen habe ich mir auch die Leckerei gebacken, die auf der einen Seite als Rezept drauf ist. Weil den Plan, den ich hatte, musste ich über Bord werfen und mir dann doch was anderes überlegen. So, dann wollen wir auch gleich anfangen, ohne lang zu schnacken. Das sind jetzt die Aufleger für meine Einstecktaschen. Und das eine Rezept ist nämlich richtig schokoladige, einfache Schokomuffins. Das Rezept mache ich auch total gerne. Und ich habe gedacht, ich mache so einen richtig schönen, dunklen Hintergrund. Habe dann ja in meiner Reste Papierbox noch dieses Dunkelblau gehabt, wollte das aber auch ein bisschen anders haben als bei der anderen Seite, wo ich das Papier teilweise auch schon genutzt habe und so einen dunklen Hintergrund hatte. So, ich wollte euch noch was zu diesen Schokomuffins erzählen. Der Vorteil von dem Rezept ist, es kommt ohne Eier aus. Also für mich bedeutet es, wenn ich mal keine Eier im Haus habe und will was backen, dann nehme ich das Rezept und ja, ich weiß, es gibt ja auch Leute, die Veganer sind. Für die ist das dann natürlich auch geeignet. Der Grund, warum ich euch das erzähle, ist auch, ich verlinke euch mein Rezept wieder. Und zwar, so als kleiner Tipp, wenn ihr schokoladiger haben wollt, tut da mehr Kakao rein. Ihr könnt aber auch genauso gut den Kakao weglassen und zum Beispiel Vanille dazu tun und Tiefkühlhimbeeren oder was euch auch immer einfällt. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt ja schon helles Papier hingelegt und zwar habe ich helles Papier gewählt, weil das andere Rezept, was ich da mache, sind nämlich Namnams. Die habt ihr vorhin ganz kurz gesehen. Allerdings muss ich euch gestehen, in meinem Rezept, was ich auf dem Blog habe, sind 3 Eier weniger drin. Es war einfach so, ich wollte die Eier aufbrauchen, bevor die halt schlecht werden und habe einfach das erste Mal mehr Eigelb reingetan und weil ich da schaue, dass die echt so fast schon gelb aussehen. Und diese Namnams, wie ich sie nenne, die sind so ein bisschen wie diese Natas. Aber Natas finde ich meistens sind so ein bisschen trocken. Ich nehme da mehr Blätterteig und zwischen den Schichten ist nämlich mein geliebter Zimt drin. Das Rezept habe ich mir auch selber zusammengeschustert. Und zwar war das so, es gab so ein süßes kleines Café. Die hatten so ein Gebäck, was ziemlich ähnlich war. Ich bin da genau rangekommen. Und jedes Mal, wenn wir da waren, waren die alle. Ich habe die, glaube ich, nur 1-2 Mal gekriegt. Und dann war ich schon gnatschig. Ja, und irgendwann hat der Laden auch zugemacht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt versuche ich die einfach nachzubacken. Und habe dann halt mehrere Anläufe gebraucht, bis ich mit dem Rezept so zufrieden war. Und gesagt habe, ja, das ist es. Wie ich dann diese beiden Hintergründe gemacht habe, also dunkel, hell, Schokolade, Vanille, gut und böse, hatte ich zuerst den Gedanken, ich mache eine Figur, 2 Figuren, ein Teufelchen und ein Engelchen. Hier klebe ich ein Papier auf, da steht auch, it's all good. Ja, und die Idee fand ich auch toll. Aber ich hatte jetzt auch keine fertige Figur, die da so passte. Ich hätte jetzt höchstens Oblaten mit kitschigen Engeln gehabt, das wäre jetzt nicht gewesen, was ich haben wollte. Da hätte ich dann aber immer noch keinen Teufel gehabt. Hätte ich jetzt irgendwie nur so eine coole Krampus-Oblate gehabt oder so, wäre das vielleicht noch ein anderer Schnack gewesen. So, ich habe dann eine Figur gemacht, die sollte das Gute sein. Das hat nicht funktioniert. Eine Figur, die halt das Böse symbolisiert, hat auch nicht funktioniert. Einen dritten Anlauf. Und dann habe ich gesagt, ich lasse diese Idee fallen und mache was komplett anderes. Und was mir jetzt auch noch passiert ist, beim Nähen habe ich leider auch tierisch gefuscht und habe mich dann auch geärgert.
So, jetzt war ich an der Nähmaschine und habe gefuscht. Und zwar wollte ich das so rum haben, aber ich habe das falsch rum aufgenäht und habe festgestellt, es ist besser, wenn ich die Einstecktaschen natürlich nach außen habe. Dann kommt das jetzt so rum. Ich zeige euch jetzt mal die drei Figurchen, mit denen ich nicht zufrieden war. Also das war halt das erste Teufelchen, das sollte halt das Engelchen sein. Und das war halt so ein zweiter Ansatz, wo ich dann aber nach kurzem gemerkt habe, nee, das wird nichts. Und da ist es halt wirklich auch wichtig, mal zu sagen, so hey, lass das Konzept Konzept sein, es funktioniert nicht. Und ich mache was anderes. Ich hatte mir jetzt schon mal hingelegt, auf der Seite Eat Me. Und daneben steht ja auf dem Papier It's all good. Das fand ich sehr schön. Und habe dann halt beschlossen, ich gucke, was habe ich auf dem Schreibtisch liegen, nehme das Material und fange damit halt an zu arbeiten und versuche möglichst wenig darüber nachzudenken und wäre halt auch bereit, wenn das jetzt ganz schlimm wird und das einfach so ein Tag ist, wo nichts richtig läuft und gelingt, solche Tage gibt es ja auch, das Ganze einfach dann in die Tonne zu kloppen. Am besten arbeite ich wirklich, wenn ich denke, wenn das mistig wird, tue ich das einfach in die Mülltonne. Meistens kommen da auch die besten Sachen bei raus, habe ich dann festgestellt. Das liegt daran, weil ich irgendwie im Kopf dann freier bin und nicht die ganze Zeit denke, oh, das muss so toll werden, das muss so toll werden. Gerade wenn ich das denke, dann geht das schief. Ich bin dann auch von diesem Gedanken abgerückt, dass ich da diese Kontraste haben wollte, sondern ich habe dann versucht, beide Seiten so ein bisschen harmonischer zu machen. Deswegen ist auf der einen Seite dieses We All Met hier drauf, damit das zu dem Papier von der anderen Seite passt. Und ich habe dann noch diese Teile von diesen Tickets aufgeklebt, damit das ein bisschen, sage ich jetzt, mehr zusammenrückt. Das Teil, was ich da aufklebe, habe ich nachher wieder runtergerupft. Ich bin da manchmal echt so ein bisschen gnadenlos. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich würde gerne halt dieses rote Papier damit haben, weil ich finde immer so ein dunkles Blau und ein Rot, diese Kombi mag ich total gerne. Das kann auch der Hamburger in mir sein, ich weiß das nicht. Und da habe ich mir dann diesen Text erstmal so zugeschnitten und dann zurecht gepuzzelt. Der ist nämlich auch auf diesen Alice im Wunderland Set, wie auch dieses dunkelblaue Papier von Luise Heinzel. Und die Kombi ist einfach echt genial. So, aber meinen jugendlichen Übermut hatte ich da ja dieses beige Papier aufgeklebt. Und das passt überhaupt nicht. Also habe ich das da so abgefriemelt. Ihr wisst ja, ich bin da so ein bisschen radikal. Und erst hatte ich überlegt, das zu schattieren und dann dachte ich, nee, das schattierst du nicht. Ich habe ja auch extra den Hintergrund nicht schattiert, weil ich halt diesen Kontrast von dieser weißen Reißlinie haben wollte zu diesem dunkelblau und habe gesagt, so, ich glaube, das fällt nachher niemanden auf. Und naja, letztendlich bleibt dieser Ordner eh in meiner Küche und wird nur von mir benutzt. Und habe gemerkt, mich hat das nachher auch nicht gestört. Naja, es wurde dann doch Alice im Wunderland lastiger. Und ich habe hier mir noch von Vectorian Design, was ausgedruckt. Und zwar habe ich mir da diesen Märzhasen, ich finde den so genial, weil der so schön bekloppt ist. Ich habe die mir auch so zurechtgeschnitten, weil ich wollte nur diesen Rahmen haben. Das andere hätte sich halt mit dem gestreiften Hintergrund auch ziemlich, sage ich mal, gegenseitig so ein bisschen gebissen. Und so fand ich, sieht das auch relativ edel mich halt aus. So, den anderen Hasen mit der Trompete, den hatte ich irgendwo in der Restekiste drin. Dann habe ich versucht, den so ein bisschen zu schattieren, wollte ihn aufkleben und dann merke ich, das ist ja ein Aufkleber. Also eigentlich noch einfacher zu benutzen, als ich dachte. So, das ist jetzt auch von Luise Heinzel aus dem Alice im Wunderland Set.
Das habe ich in dem anderen Video falsch zugeordnet. Schande auf mein Haupt. Und zwar, den Greifen wollte ich gerne auf der rechten Seite haben, weil ich den echt irgendwie einfach schick finde. Und ich dachte, mit dem Rot passt er auch ganz zu dem anderen Rot. Und allerdings ist er jetzt ja ein bisschen blass da bei dem Untergrund. Ich habe jetzt auch diese Teekanne, beziehungsweise dann insgesamt Teekannen benutzt für die Seite, die ja auch aus diesem roten Papierset sind, und erstmal daran gearbeitet, bevor ich dann gleich das gleiche Papier in der Originalgröße ausdrucke nochmal, weil ich brauche einen dunkleren, kontrastreicheren Hintergrund, nämlich hier für den Greifen. Und da hat der andere Papierrest einfach nicht mehr gereicht. So, nachdem jetzt die linke Seite soweit fertig war und mir auch ganz gut gefiel, habe ich auch gemerkt, einfach von der Geisteshaltung, dass ich zuversichtlicher wurde, dass das halt jetzt funktioniert. Mir hat das auch ganz gut gefallen, dass ich jetzt auch das Farbschema von der anderen Seite da ein bisschen mehr reinbringen konnte, damit das Ganze dann doch irgendwie, ja, harmonischer wird. Ich habe dann über dieses Loch, was ich da echt so grob geschnitten habe, mir gar nicht gefiel, dann noch so eine Schwarz-Weiß-Blume aufgeklebt und fand, das passte halt auch ganz gut, ja, zu der anderen Seite. Und ja, auch, also zumindest geht mir das so, dass die Stimmung auch immer so einen Einfluss drauf hat, wie gut ich arbeiten kann. Hier wollte ich noch ein bisschen was ergänzen, habe mir dann diesen Mad Hatter da noch ausgeschnitten. Und zwar ist es so, mich kann kreativ sein, zum Beispiel aufmuntern, aber ich merke auch, wenn im Kopf Chaos ist, wird das auch auf der Seite. Das seht ihr offenbar im späteren Video. Da war das noch schlimmer. Da musste ich die ganze Doppelseite wirklich sagen, so, okay, das ist jetzt wirklich für die Donne nochmal von vorne. Hier habe ich jetzt dann auch nochmal diese Ticket benutzt. Und die sind jetzt wirklich von diesem Vektorien Design. Ja, ich muss ja, also das Problem ist halt immer, ich möchte euch natürlich irgendwie bei den digitalen Papier, weil man kann das sich, wenn man das haben möchte, echt einfach besorgen, das verlinken. Aber es ist halt schwierig, weil alles Alice ist, dass ich da manchmal auch einfach einen Knoten im Kopf habe. Ich habe dann geguckt, was ich am Material noch rumliegen habe, und das sind solche Drop-Ons. Ich meine, ich habe die mal bei Action gekauft, und das fiel in die Kategorie Material, was mich ärgert. Und zwar, ich habe das versucht, dann da halt so raufzuruppeln, weil ich dachte, das passt ja zu Alice, die wollte ich auch mal verbrauchen. Und es war ein Elend, und ich habe mich tierisch geärgert über dieses Zeug, weil ich habe das wirklich dann versucht mit mehr Druck, mit der Schere, wie ihr seht, das, mit dem Fingernagel. Und das Problem war, da war halt schon was abgegangen von, also musste ich das durchziehen. Nachher habe ich sogar mit dem schwarzen Stift nachgemalt, weil das nur zur Hälfte raus war. Ja, ich habe dann auch einfach den Rest von diesem Block weggeworfen, weil ich mich einfach so geärgert habe und auch gesagt habe, nicht, dass mir das beim anderen Projekt wieder passiert. Und ich versuche auch, auch wenn ich irgendwie so diese Messi-Gene habe, ich versuche mich auch von Sachen zu trennen, die mich ärgern. Also war ich ja unbelehrbar und wollte dann halt noch diese Herzen da drauf machen. Das hat dann auch nicht geklappt, und da war dann endgültig der Punkt, wo ich gesagt habe, das werfe ich weg. Dann habe ich jetzt noch so einen anderen Drop-on-Bogen genommen. Das sind so
ganz altes Büromaterial. Das habe ich von meiner Mutter bekommen, als sie aussortiert hat. Während der andere Bogen, den ich hatte, davor wirklich super einfach das runterging, war das bei dem jetzt halt so ein bisschen schwieriger. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich da, dass der schon gebraucht war. Ich weiß das nicht. Ich habe dann auch verschiedene Methoden probiert, wie ich das auftrage, sogar ein Essstäbchen. Ja, womit arbeitet ihr denn, wenn er diese Rub-Ons aufs Papier bringen würde? Ich würde mich da echt über einen Kommentar freuen. Ich habe dann noch Stempel rausgeholt und ja, ich bin halt so ein Chaos-Kreativer und ich stehe dazu. Das heißt, ich improvisiere dann so ein bisschen, dass ich da auch mal Papier runterlege, versuche vorsichtig zu stempeln und einfach das Beste zu hoffen, dass das schon so passt. Aber ich wollte halt noch so ein paar Stempelabdrücke haben. So, Habe ich jetzt etwas auch mal so eine kunterbunt Box gewischt. am Tisch liegen Wer mit so ein plant paar auszusortieren? Hintergrundstempeln. Finde ich auch ganz praktisch. So, jetzt mache ich mich an die Text. Und zwar, ich messe das wirklich jedes Mal von neuem aus. Das hat den Grund, dass ich den Platz nach Möglichkeit relativ optimal ausnutzen möchte. Und ich immer nicht weiß, wie dick ich meine Naht mache. Und das kann mir halt auch mal passieren, dass sie halt so ein bisschen dicker ist. Ich nehme jetzt als Grundlage Designpapier, weil ich das halt verbrauchen möchte, werde da jetzt aber auch wieder anderes Papier raufkleben. War auch nicht sicher. Vielleicht hätte ich mich auch lieber hinlegen sollen oder so. Und zwar ist mir dann noch ein Fehler unterlaufen. Und ich dachte so, ja, das kann doch nicht sein. Und zwar ist das so, ich habe zugeschnitten mit dem Schneidebrett von SU und brauchte halt eine Höhe von 17 cm. Wo die 17 ist, kann ich aber nicht richtig schneiden. Das bedeutet, ich schneide das jetzt auf 18 cm und schneide noch einen Zentimeter ab. Wenn ich dann aber abgelenkt bin oder so, vergesse ich das abzuschneiden, habe das nicht kontrolliert, dass beide Papiere gleich groß sind. Dadurch wurde das Tag, was ich jetzt gerade mache, wollte ich ursprünglich eigentlich auf die linke Seite packen, also die dunkle Seite. Und das musste ich nachher allerdings dann halt drehen, weil ich nämlich auf der linken Seite die Naht ein bisschen großzügiger hatte als auf der rechten Seite. Und bei der rechten Seite passte das, nachdem ich das noch ein bisschen im Anschluss zugeschnitten hatte, auch rauf. Ich habe jetzt hier zugesehen, dass ich halt dieses rote Papier und dieses blaue Papier kombiniere. Also ich glaube, von dem blauen Papier hätte ich das auch am liebsten ohne einen Text als Hintergrund, weil ich finde das echt schön. Und diese Kombination von diesen beiden Papieren ist echt toll. Sowas, wenn ich schon so ein gewisses, bestimmtes Aussehen erreichen möchte, mache ich das auch so, dass ich geduldig bin und erst alles in Puzzle und dann aufklebe. Ich klebe auch immer so ein bisschen eher über den Rand rüber, schneide mir das dann weg. Dann schattiere ich jetzt noch den Rand, diesmal mit schwarzer Stempelfarbe. Und was ich jetzt halt auch schon mal mache, ihr wisst ja, ich mag, wenn das eingerahmt ist. Also mache ich da auch gleich schon mal die Rahmung und ich finde halt auch schon jetzt gefällt mir der Hintergrund sehr gut. Ich habe dann doch nochmal diese verrückte Figur raufgelegt, ob ich die vielleicht doch bei dem Tag benutze und habe beschlossen, nee, passt nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich die jemals benutzen werde. So, das Tag, da wollte ich ja eigentlich die Schokomuffins drauf machen. Nachher sind es ja doch die Namnams geworden. Also habe ich mich da gedanklich, war ich eher so Emotion von Schokolade, eher so, weil es ja auch dunkle Schokolade ist, eher so ein bisschen schwerer, herber. Aber das ist halt so, wie es ist. Dann habe ich mir hier halt dieses Set mit den Tags nochmal angeguckt und habe mir dann diese Figur
die halt diese Raupe auf dem Pilz darstellt, rausgesucht, weil ich fand, die passte sehr gut irgendwie zur Stimmung von dem Hintergrund. Ich habe dann doch gemerkt, ich möchte eine gewisse Symmetrie haben bei diesen Doppelseiten und dem Text. Deswegen habe ich jetzt auch ein zweites Tag genommen aus dieser Serie, was ich ja schon vorne benutzt habe, weil ich das auch einfach merke, es sieht doch ein Tick besser aus, wenn man da ja Symmetrie reinbringt. So, was mir halt nicht so gefallen hat, war jetzt wieder natürlich dieses Loch da. Ich habe das diesmal mir gar nicht die Mühe gegeben auszuschneiden, sondern ich hatte da auch noch so eine schwarz-weiße Blume aus dem Set und habe die dann einfach da nochmal rübergeklebt. So, die Raupe habe ich so als Ratgeber im Kopf, weil die irgendwie so Dinge weiß, die andere nicht wissen. Und da habe ich diesen Papagei mit dieser Richterperücke genommen, der so eine flehende Handbewegung macht, als würde er darum bitten, dass die Raupe ihm was verrät. Also das war zumindest mein Gedanke, warum ich die Figur da aufgeklebt habe. So, bei den Tickets habe ich da mir noch was von den Enden abgeschnitten und aufgeklebt, damit das auch zu der rechten vorderen Seite irgendwie so passt, ein bisschen harmoniert. Und habe mir auch noch zwei Texte rausgesucht. Ich denke mal auch, man kann auch immer irgendwo noch Texte finden. Muss jetzt auch nicht unbedingt digitales Papier sein, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Stempel hat, sondern dass man in Zeitschriften guckt, was man da zum Beispiel nehmen kann. Zum einen wollte ich oben rechts noch ein Element haben, aber eben kein Ticket. Und dann fiel mir ein, ich habe ja diese Rub-Ons und dass da auch so ein schöner Rabe bei ist, der, wie ich finde, da perfekt hinpasst. Natürlich hätte man da auch was hinstempeln können, vermutlich besser sogar halt embossen. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt auch mal die guten Rub-Ons verbrauche, wenn das für Projekte sind für mich. Und da kommt dann wieder der One-Liner. Da fehlt noch was. Deswegen habe ich noch ein paar Stempelabdrucke ergänzt, bevor ich zufrieden mit der Seite war. Ich habe auch eine Box mit ein paar einfachen Hintergrundstempeln. Ich habe die auch schon gezeigt gehabt, glaube ich. Oder nicht? Und ich finde das ganz praktisch, weil dann kann ich halt zügig weiterarbeiten. Ich zeige das jetzt kurz für diejenigen, die jetzt neu auf dem Kanal sind. Und zwar mache ich das so, ich nehme mein Tag, klebe das einfach auf ein weißes Papier, schneide das aus. Ich mache mir dann noch ein zweites Papier, was ich mir ausschneide, indem ich mein Tag als Schablone nehme. Ich schattiere mir die Seiten mit Distress Oxides Vintage Photo ein bisschen und dann verbinde ich die beiden Seiten mit einem Eyelet, wobei ich halt festgestellt habe, bei dem Eyelet kann ich die angepinnte Seite, sage ich mal, noch bewegen. Mit anderen Eyelets funktionierte das dann nachher nicht mehr, weil die zu kurz waren. Also würde ich euch raten, testet das halt vorher, ob man das halt auch bewegen kann, wenn euch das wichtig wäre. So, jetzt kann ich auch mit dem zweiten Tag loslegen. Und zwar habe ich da auch gesagt, ich würde das jetzt halt wieder machen, dass eins davon hauptsächlich beige ist. Und habe da jetzt halt, wie ihr seht, so ein bisschen gedanklich rumgespielt, habe aber dann gemerkt, das ist mir ein bisschen zu viel beige. Ich möchte da auch gerne noch Teile von diesem tollen roten Papier reinbringen. Also ich muss sagen, ich mag auch einfach diesen richtig schönen Rotton. So, und da links habe ich da so ein von diesem Text zerschnippelt. Also aus der Serie mit dem Greifen und der Raupe. Hab das dann auch da oben rechts auch mit reingebracht. Wollte auch, dass man das noch sieht. Und was ich auch toll fand, diese Kanne. Die wollte ich auch so gerne mit auf der Seite drauf haben.
dann auch festgestellt, ich mag lieber die dunklen Wolken, gerade diesen Rot-Blau-Kontrast. Da würde mich das auch interessieren, wie es euch da geht, was euch besser gefällt, diese hellen oder die dunklen Seiten. Da ich die Seite ja nicht nähe, erstmal hier den Rand schattieren und wollte euch zeigen, ich habe das Rot jetzt auch aufgenommen von der Seite. Da war jetzt ja auch inzwischen ein bisschen Rot drinne. Ich mache jetzt auch wieder meinen Rahmen. Ihr wisst ja, das ist so eine Gewohnheit von mir, dass ich das gerne eingerahmt habe. Ihr nicht seht es. Wenn ich arbeite, dann habe ich Jana, sag ich mal, Sachen im Sichtfeld, dass ich so ein bisschen gucke, dass das zueinander passt. Und da nehme ich den Hasen, das passt dann ja zu der dunklen Vorderseite, weil ich das jetzt ja so ein bisschen mit den Motiven quasi gespiegelt habe. Ich hoffe, das ist verständlich, also dass ich das so ein Tag, was ich auf der hellen Seite habe, habe ich auf der dunklen Seite und habe das dann halt mit diesen Teilen genauso andersrum herum gemacht. Diesmal, wie gesagt, stempel ich im Hintergrund, bevor ich jetzt alle Teile aufgeklebt habe. Und zwar habe ich jetzt da diesen Kleckse-Stempel genommen, damit das auch so ein bisschen, sag ich mal, symmetrisch zu der anderen Seite ist. Ich versuche mir im Moment auch so ein bisschen das Lebensmotto einzutrichtern. Manchmal kann man sich das Leben auch leichter machen. Deswegen habe ich da jetzt auch einfach die Sprüche ausgeschnitten, dass ich genauso wie beim dunklen Tag zwei Sprüche drauf habe und habe den einen dann halt bei den Hasen geklebt und den anderen bei der Teekanne. So, und wenn ich dann merke, ich brauche ein bisschen Inspiration, dann nehme ich mir auch jetzt die anderen Seiten, vergleich mal, guck, wie die zusammen wirken. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe mich beim Zuschneiden vertan. Und ihr wisst ja, ich bin da so ein bisschen gnadenlos. Also habe ich das Tag ein bisschen gekürzt und war echt erleichtert, dass es dann zumindest in der anderen Tasche reinpasste. Habe mich kurz geärgert, weil das mein Konzept natürlich ein bisschen durcheinander gebracht habe, weil ich ja das dunkle Tag in der dunklen Tasche haben wollte und umgekehrt. Und habe dann gesagt, ja gut, dann ist es halt gespiegelt. Und dann ist es halt so. Warum ich euch auch von diesen Fehlern und der Frustration erzähle, ist einfach, um euch zu ermutigen, dass, wenn solche Sachen passieren, nicht das Projekt in die Ecke werfen, gleich, sondern gucken, dass man dann sagt, ja, ist jetzt so, dass ein Fehler drinne, weiterarbeiten, auch bis das zu Ende ist. Und wenn es dann einem immer noch nicht gefällt, dann kann man das ja immer noch ja, beiseite tun. Und da ist es aber auch so, da würde ich euch auch empfehlen, legt es ein paar Tage zur Seite. Dann guckt es euch an. Zumindest bei mir ist es so, manchmal habe ich auch einfach einen schlechten Tag. Und dann ein paar Tage später sage ich, ach, so schlecht ist das ja gar nicht. Zurück zur Seite. Ich wollte ganz gerne diese Tatze irgendwo aufkleben. Hab gemerkt, die geht beim Untergrund auch ein bisschen unter. Also habe ich dann noch geguckt, dass ich die ein bisschen auf so blaues Papier klebe. Und da hatte ich jetzt leider von diesem schönen Alice im Wunderland Papier ist nur noch so ein Mini-Fitzel übrig und wollte das jetzt nicht extra ausdrucken. Deswegen habe ich jetzt halt dieses andere Papier genommen, was ich aber auch bei der vorderen Seite im Hintergrund habe. Dann beschlossen, dass die Seite mir halt noch ein bisschen zu leer ist. Ich versuche jetzt das böse Wort den bösen Satz zu vermeiden und habe mir dann hier diese bei den
diesen Tickets noch zwei Figürchen rausgesucht, die ich dann ausgeschnitten habe und aufgeklebt habe. Was ich auch noch gemerkt habe, ich wollte da auch noch so einen dunklen Akzent haben. Deswegen habe ich da diese zwei Papierstückchen von diesem dunklen Alice-Papier noch an zwei Stellen aufgeklebt und fand das ja etwas harmonischer. Vielleicht auch, weil es dann halt so drei Stücke sind und ich bin auch so überlegen, weil das Blau dann vielleicht auch diesen Blick eher so im Kreis lenkt. Wie gesagt, ich mache das instinktiv und versuche jetzt für die Videos auch darüber nachzudenken, warum mache ich das eigentlich so. Also ich merke, mir fehlt da so ein richtiger knalliger Eyecatcher. Jetzt bearbeite ich das ganz kurz im Schnell. Ich mache das jetzt im ganz schnellen Schnellvorlauf. Das habt ihr ja vorher schon gesehen. Ich bin fertig mit der Doppelseite und ich bin auch fertig. Das war irgendwie anstrengend, weil das nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Ich bin auch ein bisschen müde. Die Seite jetzt ja doch hier rein musste, weil ich die zu groß geschnitten hatte. Das sind halt solche Sachen, wo ich einfach merke, so, warum ist mir das nicht aufgefallen? Ich finde aber, die passt halt super dazu. Und die Seite kommt ja hier rein, und die passt halt total, finde ich, dazu. Aber auch ich finde, im Gesamtbild passen die Einstecktaschen und jetzt dieser Text gut zusammen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen oder auch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und wenn ihr euch das interessiert, wie das mit diesem Backbuch weitergeht, dann klickt auf Abonnieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Tschüss.